Ciao. Tag 8 nach dem Tourstart. Ja. Tag 8 nach dem Tourstart, ja. Erzähl uns mal was. Was soll ich erzählen? Wir sind mal wieder die Letzten hier, weil... Da vorne haben alle anderen gekämmt nach der Party, aber wir kriegen das wieder nicht auf die Kette loszufahren. Ja, eigentlich ist es, weil der Volvo muss da noch Getriebeöl nachfüllen. Das ist halt etwas wartungsintensiv, das Fahrzeug. Wenn das durch ist, machen wir heute die Detour-Mission und haben keinen Bock auf Bosnien-Herzegowina. Wir fahren in Richtung Dubrovnik und wollen versuchen, da ein bisschen was zu chillen. Sind wie viele Kilometer? Das sind 157, glaube ich. Also sind wir so heute Abend wieder da. Also genau, so sollten wir so gegen 0 Uhr da einlaufen. Geil. Perfekt. Zelt durch, 10 km/h. Zelt wieder im Dunkeln aufbauen, dann gucken wir uns noch ein bisschen was an, gehen schlafen und fahren weiter. Was sagt ihr zu ökologischen Fußabdrücken? Wir tun einiges dafür. Wir spenden auf MyClimate zum Beispiel. Oder wir sammeln überall Müll ein, wir machen Littering. Ja. Und uns ist die Umwelt wichtig. Was machen die dahin? Ein Ölwechsel da? Das habe ich nicht gesehen. Denen ist die Umwelt auch wichtig. Ja, hier liegt eine Ölmatte unter. Die ist aufsaugt. Eine ökologische Ölaufsaugmatte. Ist so. Das ist eine ökologische Ölaufsaugmatte. Ja. Während da hinten noch Müll gesammelt wird, wird hier der Ölwechsel gemacht. Tag 8 unserer Reise. Normalerweise sollte es heute nach Bosnien-Herzegowina gehen. Dort wäre das Tagesziel gewesen, die alte olympische Sportanlage der Winterspiele 1984 zu finden. Da wir aber keine Lust haben, schon wieder den ganzen Tag nur im Auto zu sitzen und über staubige Straßen zu brettern, haben wir uns für die Detour-Mission entschieden. Die Detour-Mission dieses Mal soll uns nach Kroatien an die Küste in die Nähe von Dubrovnik bringen. Dort ist eine alte Hotelanlage, die im Krieg zerstört wurde und da kann man wohl tolle Fotos machen. Daher ist das das nächste Ziel. Jetzt von Montenegro über die Grenze nach Kroatien da vorne. Stefan lässt noch was hier schnell. Nähe Dubrovnik war also die Detour-Mission. Dort fanden wir dieses wirklich beeindruckende Hotel. 1984 strahlte es noch zu seiner Hochzeit in vollem Glanze. Jetzt ist davon nicht mehr viel übrig. Was der Krieg nicht zerstört hat, haben vermutlich Touristen geplündert. Jetzt sind wir aber in Dubrovnik angekommen, endlich, auf unserem Lieblingscampingplatz. Darauf erstmal ein paar Pannenschnäpse und ein paar Bier. Stefan, kannst du mal schon mal ein bisschen tanzen für das Video? Du bist quasi der Vorspann für den Partyabend in Dubrovnik. Ich
war letztes Mal schon der Vorspann und der Abspann und das Lachgeschäft. Wie heißt das, nicht Lachen? Also, doch, Lachgeschäft. Die Lachnummer dafür. Aber das Ding ist, wenn du das jetzt raushaust, ist es auch unwichtig, weil das ist ja noch gar nicht online. Wir wissen ja noch gar nicht, was letztes Mal hier abgegangen ist. Also wir waren vor 3 Monaten schon mal hier und das ist ziemlich böse ausgegangen, aber das seht ihr ja erst im Dezember und das hier seht ihr ja viel früher. Deswegen kann ich da jetzt nichts zu sagen. Wie viel haben wir da noch fürs Taxi? 1,20 grob. 1,20 Euro. Hier haben wir noch 10 Kuna. Okay, warte mal. Wir haben 2,20 Euro. Ich würde mich rückwirkend korrigieren, wir haben 2 Euro. 2,50. Klasse, das läuft ja richtig hier. Wie viel hast du eben abgeholt? 4 Euro? Genau. Nein, warte mal. Das sind 7,4 im Umrechnungsfaktor. Das sind 50, 60, 70, 80. Ich habe ein bisschen gelogen. Etwas über 10 Euro. Komm, frag einfach mal, wie weit uns fährt, den Rest gehen wir zu Fuß. Stefan, erzähl was. Was soll ich dazu sagen? Wir haben umgerechnet noch 12 Euro für ein Taxi nach Hause und kein Penner hält an. Stefan hat all seine Überredungskünste gebraucht und wir fahren jetzt irgendwo hin. The harbor is there, but we're living there. Do you bring us to the harbor? No, the harbor is here. Yo, so. Yeah. We will get out here. You make a U-turn, but and you can U-turn leave us out there. Here. Yeah, it's everything is fine. You can leave it there and you go to hell and everything is fine. Reiseratgeber Dubrovnik. Erklärt dem Mann, wohin ihr wollt. Gebt dem Mann das Geld, wohin er will. Und alles andere findet die Scheiße. Ja. Weil ich möchte zum Hafen. Ich entscheide, wo du rausgelassen wirst. Perfekt. Ohne Scheiß. Schmeck mal da dran. Das ist Episode. Das schmeckt nach gar nichts. An welchem Tag sind wir heute? Tag 9, 8, 7, 6, 5. 7, Tag 9. Ja, 9. Was ist hier los? Das schmeckt überhaupt nicht nach gar nichts. Wie kann das denn jetzt? Das schmeckt her? Scheiße. Tag 10. Nach einer viel zu kurzen Nacht brechen wir auf. Heute ist Regen angesagt, und zwar den ganzen Tag. Es regnet so doll, dass es sogar in unser Auto regnet. Gut, wir sind selber dran schuld, weil die Türen ein bisschen verzogen sind durch die ganze Rammerei und so weiter. Aber es nervt. Nasse Füße will keiner. Und da wir gestern die Hauptroute verlassen haben, bewegen wir uns nun wieder in Richtung Originalroute, um die anderen Teams zu treffen. Diese stoßen rund 200 Kilometer später an der kroatischen Küstenwille wieder zu uns. Die heutige Task of the Day sagt uns bei diesem Wetter auch nicht wirklich zu. Die Aufgabe wäre gewesen, koche eine landestypische Mahlzeit mit mindestens 4 Teams und lad einen Einheimischen ein. Da haben wir wieder das Problem, dass wir Menschen hassen. Deswegen lassen wir das einfach mal aus. Die Detour-Mission ist, finde eine alte Militärbasis. Das sagt uns schon eher zu. Sie ist irgendwo zwischen Bosnien und Kroatien. Diese werden wir schon noch finden. Noch ein bisschen näher. An einer Tankstelle treffen wir eine andere Rallye. Sie ist aus Polen. Start war Warschau und das Ziel ist Athen. Die Jungs sind ziemlich cool drauf und freuen sich einen Ast ab über unser Penismaskottchen. Sven, mach nochmal an für die Jungs. Ja. German Engineering. Das ist Bosnian Style Car Wash. Car Wash. Der Spiegel muss wieder dran. Oh, das war blöd gelaufen jetzt. Das ist doch so unabsehbar. Ja, ne? Unterbodenwäsche quasi. Fühlt
Für eine der Tageschallenge suchen wir jetzt alte Airbase hier in. Wir sind wieder in Kroatien, ne? Kroatien, ja. Kroatien. Das Rollfeld haben wir, glaube ich, das ehemalige gefunden. Wenn wir weiter hier reinkommen. Ja, klasse. Total spektakulär. Vielen Dank.